Ein voller Erfolg war der Volksradwandertag am Sonntag, dem 28. April 2024. Mehrere hundert Radler holten sich am neuen Dülmener Bahnhof die Unterlagen für die Teilnahme am Radwandertag ab. Organisiert wurde das Ganze von Dülmen Marketing. Also heute findet der 44. Volksradwandertag statt. Insgesamt sind jetzt über 400 Radler auf der Strecke. Wir bieten in diesem Jahr drei verschiedene Strecken an. Es gibt einmal die Familienstrecke mit 30 Kilometern, die kürzeste Route. Dann haben wir die Normalstrecke mit dabei und für sportlich Ambitionierte die Bergstrecke mit insgesamt 49 Kilometern. Gleichzeitig präsentierte sich die Firma Zweirad Hansen aus Münster in den neuen Bahnhofsräumen. Das Schöne ist, hier am Start hatte man auch noch die Möglichkeit, sich das neue Fahrradgeschäft in den Fahrradverleih anzugucken. Hier gab es heute Tag der offenen Tür quasi. Auf drei verschiedenen Strecken führte die Route nach Rohrup. Dort waren für die Teilnehmer verschiedene Stände aufgebaut. Gegen Mittag wurde es dort voll. Generell freuen wir uns natürlich, dass wir fast 400 Teilnehmer hatten. Im Verhältnis zu den anderen Jahren waren es jetzt deutlich mehr. Wir freuen uns natürlich, dass alle die verschiedenen drei Wege wir hier nach Rohrup gefunden haben. Am Ziel gibt es dann zum Beispiel eine Fahrradwaschanlage. Man kann bei Miss Sporty die müden Knochen etwas massieren lassen oder sich eben auch natürlich bei den leckeren Getränken und köstlichen Gerichten stärken für die Rückfahrt. Wetter gut, alles gut. Die Teilnehmer waren mit den ausgewählten Strecken sowie mit dem Service unterwegs und in Rohrup sehr zufrieden. Und wie war die Strecke? Super, nur Gegenwind. Die war richtig gut. Für uns neu, sagen wir schnell. Wir kommen zwar aus Dürmen, aber die Strecke hinten runter um Kaktaus sind wir nicht so viel gefahren. Genau, in die Kamera gucken. Strecke ist schön, Wetter ist herrlich, Fahrt war locker. Die Strecke ist sehr schön, die Fahrt war auch sehr schön, ein bisschen windig. Für den Nachtisch sorgten die Landfrauen aus Rohrup. Ja, also wir sind bis jetzt gut zufrieden, wie man sieht. Die gehen erstmal an die Pommesbude da und dann kommen sie dann zu uns und dann nehmen sie ihren wohlverdienten Nachtisch zu sich. Wer wollte, konnte dazu das passende Getränk von der Brauerei Bohnekamp kosten. Wir bieten unser regional produziertes Bier an von der Braumanufaktur Bohnekamp. Das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der seit 1840 erstmal urkundlich erwähnt wurde. Und jetzt seit ein paar Jahren haben wir eine eigene Hofbrauerei, wo wir unser eigenes Getreide zu Bier veredeln. Und das wollen wir heute verteilen. Regen Zuspruch fand die Fahrradwaschanlage. Also heute ist kostenlose Wäsche. Also wir verkaufen ja heute ja nichts. Ne? Aber der Wunsch ist, dass hier in die Stadt so eine Waschanlage steht. Wir sind Hersteller, wir sind aus Köln und wir verkaufen mittlerweile die Maschinen in 20 Länder weltweit. Auch über neue E-Bikes konnten sich die Teilnehmer informieren und beraten lassen. Nein, verkaufen tun wir heute nicht. Wir wollen hier einfach nur ein bisschen Werbung machen und die Leute auf das E-Bike überreden und mal Probe fahren lassen und zu schauen, wie es funktioniert. Nach der Mittagspause ging es auf gekennzeichneten Fahrstrecken nach Dülmen zurück. Ich komme aus Dülmen und Rückfahrt nehme ich die ausgezeichnete Strecke. Wie sieht Ihre Rückfahrt aus und woher fahren Sie? Die wird spannend sein, das weiß ich jetzt schon, weil mal gucken, wie gut wir gleich drauf sind. Ne? Ja, es wird ja eine Rückfahrt angeboten, also werden wir die auch mal fahren. Mal gucken, ob wir da was Neues erleben. Wir fahren einen halbwegs direkten Weg, denke ich, durch die Bauernschaft hinten und dann Richtung Technisches Hilfswerk, Haverlandweg, dann zurück.